Petra Gössi und André Silberschmidt, ganz herzlich willkommen bei Ich oder Du. Grüezi Sie wohl. Hier kommt bereits die erste Frage. Wer von Ihnen beiden ist ehrgeiziger? Klare Sache, André Silberschmidt. Tatsächlich. Ja, er ist ein bisschen Streber, wenn man so früh schon im Nationalrat ist. Aha. Ja, und vor allem, er ist noch Unternehmer, er hat sein eigenes Unternehmen gegründet, er hat eine Ausbildung gemacht und alles miteinander. Da muss man einen gewaltigen Einsatz leisten. Ja. Das ist so. Und wer ist sportlicher? Was glauben Sie? Ah, diesmal ist es Petra Gössi. Ja. Ja, man liest immer von deinen Bergtouren und so, ich glaube, oder? Ja, ich glaube, also ich gehe sehr gerne in die Berge. Für mich ist es aber ein guter Ausgleich, darum ich brauche es aber regelmässig. Bei dem Stress, den man da hat. Darum, das mache ich gerne, ja. Wer lebt umweltbewusster? Schwierig? Beide in den anderen. Ich dachte, du hast weniger Zeit für Ferien. Darum. Ah, das könnte sein. So, ich denke, wenn man in der Stadt lebt, ist man mehr mit dem Velo unterwegs. Ja, das bin ich eigentlich. Das stimmt. Ich weiß auch nicht. Da kommt es vielleicht noch darauf an, wie gross die Wohnung ist, wo man drinnen wohnt. Aber, ja, gut, ist auch nicht so gross. Aber ja, ich glaube, bei den Ferien. Ja, Ferien gibt es bei mir nicht so viel. Eben, gell. Wer debattiert emotionaler? Beiden in den anderen. Interessant. Ja, jetzt habe ich gedacht, das ist der Vorteil, wenn man jung ist. Das schliessen wir ein bisschen voll rein. Wobei, das stimmt, das machst du nicht. Aber typisch FDP wahrscheinlich. Wir sind halt, uns fehlen teilweise die Emotionen, die andere ein bisschen zu viel haben, glaube ich. Oh. Ja, das ist etwas, was wir noch den Zacken zulegen können. Genau. So, unsere Standpunkte noch ein bisschen emotionaler überbringen. Genau. Wer ist die größere Patriotin oder der größere Patriot? Petra Gössi. Ist das so? Ja, du gehst aber die Volksfest oder in Tracht und so. Und das, Das finde ich super. Darum, da bist du unschlagbar. Ich habe meine eigene Tracht, das finde ich super. Genau. Das kann ich gerne. Und weiter geht's. Wer ist kulturfreudiger? Beide, sagen du. Ah ja. Ich bin mal vom Leserkommentar als Kulturbanause betitelt worden. Oh. Gut, habe ich nicht gelesen. Und die Frage ist vielleicht auch noch, was ist jetzt alles Kultur? Das kommt vielleicht auch noch ein bisschen darauf an. Das stimmt. Was fassen wir da alles drunter? Volkskultur oder nur... Nachtleben kann auch Kultur sein. Ja, Kultur, das haben wir auch nicht mehr viel gehabt in letzter Zeit. Und wer ist kritikfähiger? Was glauben Sie? Ah, diesmal nennen beide sich selber. Und ich denke, das bringt das Alter mit. Hör auf. Ich bin also so abgeschoben irgendwie, eben die Jahre in der Politik. Guck, das lernt, auch das muss man lernen. Ja, das ist schon so. Genau, dicke Haut haben. Aber sag mal, haben wir schon viele Übereinstimmungen? Stimmt, wir haben da noch Punkte gesammelt. Können wir etwas gewinnen? Leider nein, nur Ruhm und Ehre. Aber auch das wird bei Ihnen schwierig. Ja. Wow, jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen anstrengend. Und wie? Genau. Also weiter geht's. Wer ist aktiver auf Social Media? Oh, das ist keine Frage. Ging schnell, André Silberschmidt. Gut, ich bin ja wirklich überall, wo man sein kann. Oh, es kann auch ein bisschen Overload geben irgendwann. Nein, super, ich lerne dort sehr viel. Ich muss mich drin finden. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich gebe Mühe, sagen wir es mal so. Okay, lassen wir gelten. Wer nervt den anderen mehr? Ah, beide nennen den anderen, das passt ja. Wie so nervig. Nervig, du kannst nur Huren rumbohren. Ja, ich weiss, es tut mir leid. Immer unzufrieden. Oh. Das ist natürlich die Gegenfrage. Wieso denn ich? Ja, sag mal. Gute Frage. Ja, du bist halt so präsent. Und dann ist es eher mal möglich, dass mich etwas nervt. Als, oder ich kann mir immer ein bisschen aussuchen, wo ich mich jetzt positioniere. Bei mir muss man, dann komme ich nicht dran vorbei. Und hier kommt die letzte Frage. Wer würde sich besser als Bundesrätin oder Bundesrat eignen? Das ging schnell, klare Sache. André Silberschmidt. Definitiv. Wieso? Definitiv. Also, das wäre etwas, das könnte, geht nicht, das könnte ich nicht. Und da glaube ich, du hättest die notwendige Gelassenheit und dann eben wieder das Brücken schlagen und mit anderen zusammenarbeiten. Das könntest du gut, bin ich voll überzeugt. Du, ich habe noch nie die Gedanken gemacht. Das kommt dann in 20 Jahren oder so, aber noch nicht heute oder morgen. Wie als Typ bin ich 100% überzeugt. Das ist eine gute Geschichte. Mal schauen. Schlechter ist das Resultat. Leider nur 40% Harmonie. Mehr als null. Mehr als null, genau. Ein Handschlag zum Schluss? Wie wär's?
Danke und tschüss.